So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shadow Warrior 2. Ich habe das letzte Mal noch ein ganz kleines bisschen weiter gespielt. Zwei Skillpunkte nochmal mehr gespielt und so. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde, bis das Spiel fertig ist, dass ich alle Skills auf 100% bekomme. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Bam, 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 bam. So, ich muss mal kurz gucken, ob meine Aufnahme läuft. Das sieht so aus. Ja. Na also. So, was sollen wir eigentlich machen? Xing in seinem Büro treffen. Ach ja, ich wollte noch sagen, 93% von dem Spiel habe ich schon abgeschlossen. Also wie gesagt, viel wird nicht mehr kommen. So, keine Ahnung, wie viel das noch wird und voll. Halt nicht mehr allzu viel sein. Würde ich mal sagen. So, ich muss erstmal muss ich sehen, dass wir uns wieder so ein Bildchen machen. Dann muss ich ja mal sehen, was ich als Nachfolgespiel von dem hier machen werde. Zumindest habe ich schon was, wo ich mir denke, das würde ich wahrscheinlich machen, wo ich drauf Lust hätte. So. Den Ersatz, boah. Hätte ich im Moment jetzt zwei Spiele, wo ich mir denke, so, das könnte ich eventuell machen. Ne, drei sind sogar. Drei Spiele. Na gut, spielen da selbst habe ich ja ganz viele. Aber echt welche, wo ich mir denke, die ich jetzt in nächster Zeit machen würde. Na komm. Blecharmer. Mann. Häng ich jetzt fest. Nervige, kleine, dreckige Drohnen. Zwei Stück noch. Also. Ihr seid nur noch Altmetall. So, mal kurz mein Bild machen. So, ein Protzer. Xing ist wirklich ein selbstverliebter Kerl. Wo ich zugeben muss, diese Statue sieht schon interessant aus. Ah, eine Mutterdrohne. Wo ist die Papadrohne? Mutterdrohne, Papadrohne, Kinddrohne, Schwesterdrohne und alles, was es noch so gibt. Hey, wer macht hier die Tür zu? Besorge einen Schlüssel für die Tür. Was auch sonst. Ein Elite, Herr Kolon. Hey, bei
Lebensenergie hat er. Null Lebensenergie hat er. Ah, wie viele kommt denn noch von denen? Kanonenfutter. Diese Würmer. Herr Kolon. Normaler Herr Kolon. Mess with the bull, you get the way. Überlegen nur ZL-209. Zwei davon. Das lohnt sich an, extra den Schatten zu aktivieren. Das sind zu wenig dafür. Da ist aber Trupp dahin. Crouching Tiger, hit him when. Ach, das ist unter uns der Schlüssel. Ah. Oh, Mist. Ich bin gestürzt. Er kommt her. Hoho! Hoho, haha, hihi. Die Truhe öffnen wir nochmal. Was soll's? Truhe öffnen ist mein Hobby. Ein Schlag. Na komm, wart auf. Sind sie hier? You make dying look so easy. Beep, beep. Ich soll ja verfehlt. Ungeheuerlich ist das. Mensch.
gucken. Bitch, please. Eine Elite, toll. Be very, very quiet, hunting dickheads. Skill point. Mist, ich brauche noch einen. Naja, gut. Da sind welche über mir. Ich dachte, ich treffe einen, das auch noch kommt von denen. Nein, oder nicht. I should also note that water. Oh! Hier sind aber einige von denen. Drop your weapon! Did you feel lucky, dipshit? Ach, scheiße. But it has also emerged. It is a way for us to protect. Dass ein Soldat nicht langsam die Schnauze voll haben, gegen mich zu kämpfen. Sie wissen, dass sie doch sowieso noch sterben. So, jetzt aber. Tür auf. Spiel? Wieso hängst du? Spiel? Hallo? Spiel? Nicht aufhängen, Spiel. Nein. Was war das jetzt? Naja, zumindest hat sie sich nicht aufgehauen. Wer weiß, was das jetzt gewesen ist. Gut, jetzt ist Schattenzornzeit. Gegner. Hätten es noch ein Gegner. Da. Ah, befriedigt. Xing. Jetzt bin ich aber gleich bei dir. Gut, es sind immer noch Gegner irgendwo. Über mir wahrscheinlich. Oder? Naja, vorn. Oh man, yeah! Oh man, yeah! Beep.
Scheiße. Machen wir es halt so und halten die Drohnen fest, dass die nicht abhauen können. Noch Geld. Guten Tag. It don't mean a thing if it ain't got that zing! What's going on, buddy? Hello, Lowang. How's Comico faring inside that cesspool you call a brain? It's great! Except for the part where I hate my existence every second of the day. She says she's learned to enjoy it. Surprising, but I'm glad to hear it. Please treat her with care. She's the only member of my family who is worth anything. Have you been able to locate her body? I have, but they've been moving it daily, sometimes hourly. Yeah, let me see where they have it today. Oh dear. This does not look good. What? It seems Z-Corp have been alerted to your presence. You may have a fight on your hands. Keep searching for the body. I'll take care of these guys. Besiege das Zillerkorps. Ach, wenn das alles sein soll, ist es kein Problem. Und nochmal. Noch zwei Gegner sind, lohnt sich der Schattenzorn auch nicht jetzt. Das ist der Quatsch. Dafür ist der Schattenzorn mir viel zu wertvoll. Noch jemand. Aha, es kommt doch noch mehr. Schickt deine Kavallerie euch her, Zähler.
die hält mich nicht auf. Hier ist noch einer. So, der Drohne scheint das letzte zu sein. Ja. Noch die eine Drohne hier. Now that was invigorating. Any luck finding that body? Yes, I'll have the location shortly. Ask him about the gates. Oh yeah, I've been meaning to ask you. Were you there the first time the gates were sealed? What happened? Ah, well, there's a tale. It all began 12 eons ago when... Can you give us the 30-second version? You mortals have no attention spans. Have to go and save the world and stuff? Very well. All energy in the Shadow Realm is derived from the chaotic forces of the Void. But, unadulterated, those forces subsume us to their primordial flux. That is why Enra launched our war against the forces of Chaos, to wrest back control. The battle raged for centuries until my armies prevailed, pushing Chaos into abeyance. Hoji then constructed a powerful set of enchanted gates to contain them. And Mezu sealed them with a ritual, using the only thing we had that was powerful enough. Gozu's farts? Amiona's soul. Ah, probably smells worse. The trouble was, we still needed the energy from beyond the gates to power our world. But now it had to flow through Amiona, put an immense strain on her, hence the tears. Which became your fuel. Yes. It is shocking to think about it now. Might have worked had we been modest in our use of it. Instead, Enra, Mezu, even Hoji used the power of Amiona's reign to fuel their desires, building monuments to their own greatness. Then, to protect the flow of energy, they isolated her. Loneliness and sorrow slowly drove her mad. Hoji and Enra's death seems to have pushed her past the brink. Hence her recent behavior. You mean the sex tape or the trying to destroy the universe? Both. Here, Block B. That's where they're holding the body today. Good luck, dear boy. Don't go and get yourself killed. Now, if you'll excuse me, my public needs me. Oder Amiona. Mit der Zeit langsam. Wahnsinnig. Na gut, das kann man verstehen. Wenn sie mal alleine war. Der freie Kamikos Körper aus dem Ziller Hauptquartier. Rutschis Arm. Nahkampfwaffe. Wir haben noch 34 Schaden. Das ist ja ein Witz. Wenn man die beiden Waffen vergleicht. Das ist ja wirklich ein Witz. 100% Chance auf einen Gewaltschlag.
durch Angriff mit 33% Schaden. Angriffe können von Gegnern nicht geblockt werden. Das ist natürlich gut. Frequenz 2,4. Und höhere Frequenz wie die Waffe. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist dann eigentlich nicht schlecht. Ach, das schaffen wir doch. Wir reisen noch dorthin wenigstens. So, also den Körper finden von ihr. Von Kamiko. Und der wird sicherlich sein wie die letzten beiden Male. Man muss gegen Kamiko kämpfen. Oder gegen ihren Körper. Und sie ist weiter mutiert. Und ist wieder stärker und hat mehr Tentakeln, Arme oder was auch immer. Ja, wahrscheinlich der Kampf so ziemlich dasselbe sein wird. Mal wieder. Oh, what a lovely day! First, I find out that the family I never knew I had are a pack of egomaniacal supernatural lunatics. Now I get to go see the boss who betrayed me and killed my master. Self-pity is a mug's game. We have work to do. He screwed you over too, you know. Sure, but Zilla's a businessman. He's predictable. I can work with that. Amiona is in a whole different league. There's nothing more dangerous than someone with nothing to lose. Zilla has been conducting biological experiments on humans. On me! He's a monster! Yeah, but a logical monster. Oh, that's comforting. Hey, it's the little things, right? Er ist ein Monster. Aber ein logisches Monster. So, aber ergo stimmt's doch. Aber ich sehe, bringt es nichts mehr, jetzt noch anzufahren. Würde ich sagen, gehe ich euch mal ein bisschen auf die Nerven. Und ich lese mal wieder etwas vor. Auch dieses Mal kommen endlich diese Endzeit-News drin. Das totale Chaos. Eine Stadt braucht Antworten. Emotionale Ausbrüche. Gewalt liegt in der Luft. Gerade als es nach den seltsamen Ereignissen der letzten Woche etwas ruhiger wurde, verbreitet sich Chaos in der Welt. Merkwürdige Gebilde schieben sich in den Städten und auf dem Land aus dem Boden. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sagt ein panischer Augenzeuge, überall sind Dämonen und so viele sind tot. Die Bevölkerung versteckt sich in ihren Häusern, um zu überleben. Es gibt erste Berichte über Plünderungen und Kämpfe um Lebensmittel. Derweil ziehen Dämonenbanden durchs Land und morden nach Belieben. Wer auf andere Menschen stößt, soll ihnen helfen, nur gemeinsam überstehen wir die Dämonenplage. Offenheitsklausel. Zilla CD News ist Eigentum und wird betrieben von Zilla Zaibatsu. Früher Geschäftsmann, heute Held. Die Ereignisse der letzten zwei Wochen, die sogenannte Kollision, haben uns alle vollkommen überrascht. Nun, beinahe alle. Ein lokaler Geschäftsmann war bereit, als die Dämonen in unseren Straßen strömten. Anstatt sich ängstlich in eine Ecke zu drücken, schickte Orochi Zilla von Zilla Industries zahlreiche Wellen privater Soldaten gegen die Dämonenhorden. Tausende Dämonen wurden abgeschlachtet und die Bewohner der Gegend bekamen etwas, das sie schon lange nicht mehr hatten. Hoffnung. Er ist ein Heiliger, sagte eine Frau. Es ist mir gleich, was die Leute sagen. Er setzt sein Geld für etwas Gutes ein. In einem heutigen Kommentar sagte Zilla, dass er das tut, was jeder aufrechte Bürger an seiner Stelle tun würde. Mir ist nicht wichtig, wie viel Geld ich habe. Meine Sorge gilt dem Wohl der Bürger. Auch sie haben alle Bankkonten. Wenn sie tot sind, können sie nichts abheben. Und ja, bla bla bla. Während sich die Lage im Land verschlechtert, schließen die Anführer von Geschäftswelt und organisierten Verbrechen ein unerwartetes Bündnis. Heute wurde bekannt, dass sich die Yakuza offiziell mit den bürgerlichen und Firmenstreitkräften im Kampf gegen die Dämonenhorden verbündet. Ich freue mich, dass sie zu Sinne gekommen sind, so Orochi Zilla, ein prominenter Geschäftsmann und Eigner von Zilla Industries. Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, gehen wir einzeln zugrunde. Obwohl wir am Rande der Gesellschaft existieren, sollten alle wissen, auf welcher Seite wir stehen. So Mamushi Haika, Tochter eines früheren Yakuza Oyabun und die Frau, die viele in der Unterwelt als ihre Anführerin betrachten. Die Dämonenhorde muss aufgehalten werden und wir pflichten, uns dabei zu helfen. Selbst wenn es bedeutet, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die wir verabscheuen.
Ach, eins noch. Bündnis bringt bedeutenden Sieg. Heute haben unsere mutigen Kämpfer im unablässigen Zermürbungskrieg gegen die Dämonenstreitkräfte einen bedeutenden Sieg errungen. Nach monatelangem Ringen konnte unsere Miliz heute tief in das Gebiet der Dämonen vorstoßen und wichtige Versorgungseinrichtungen angreifen. Wir brauchen mehr Tage wie diesen, kommentierte Mamushi Haika, ein hochrangiges Mitglied der Yakuza. Wir mussten Verluste einstecken und einige unserer wichtigsten Strategen kommandieren weiterhin vom Konferenzraum aus statt auf dem Schlachtfeld. Doch es gibt klare Fortschritte. Na doch, eins noch. Kleinstadt von Dämonen eingeebnet, fast alle Bewohner getötet. Ein furchtbares Schicksal ereilte die Stadt Bushugi, als Dämonen, vermutlich als Rache für die erfolgreiche Offensive der Menschen in die Stadt Bushugi strömten und alles töteten, was ihnen in die Quere kam. Es war entsetzlich, sagte einer der wenigen Augenzeugen, die entkamen. Frauen, Kinder, Tiere, es ist ihnen egal. Sie sind wie Heuschrecken, eine schwarze Wolke, die das Land frisst. Nun verfügen die Dämonen nun über eine vorgeschobene strategische Schlüsselposition, die sie nicht wieder aufgeben wollen. Die haben sich dort eingegraben, meinte ein Soldat der menschlichen Befreiungsarmee, der spontan zusammengestellten Miliz, die die Dämonen bekämpft. Wenn wir die da raus haben wollen, müssen wir eine taktische Nuklearwaffe einsetzen. Doch eins noch, und dann wirklich Schluss. Dämonen sammeln sich in Wildnis, Freiheitskämpfer reagieren. Berichte des Geheimdienstes zeigen, dass die Dämonen ihre Truppen in der Wildnis sammeln, vermutlich für einen Großangriff auf die menschlichen Streitkräfte. Wenn die meinen, dass die uns überrummeln können, dann haben wir eine Überraschung für sie, sagte ein Bürger, während er mit einem Stück Rohr behelfsmäßig eine Bombe bastelte. Diese Einstellung scheint sich in der Bevölkerung auszubreiten. Jeder gesunde Erwachsene, viele mit Narben vergangener Zusammenstöße, trafen sich an diesem Morgen bei ausgewiesenen Musterungspunkten, um eine Strategie zur Abwehr der vermeintlich kommenden Angriffs zu vereinbaren. Wenn es richtig läuft, können wir es jetzt beenden, sagte ein Soldat der Befreiungsarmee. Sie sind recht primitiv, sie kennen nur grobe Gewalt. Wenn wir sie locken, können wir es heute zu Ende bringen und diese verdammten Dämonen zurück in die Hölle schicken. Vertreter der Armee waren etwas zurückhaltender. Wir wissen nicht genau, was sie vorhaben, sagte ein General, der um Anonymität bat. Doch, was es auch sein mag, wir sind darauf vorbereitet. Das ist doch toll. Aber ich werde erstmal diese Folge an dieser Stelle beenden und gleich die nächste Folge natürlich machen. Aber wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich gerne teilen, liken, kommentieren, meinen Kanal abonnieren, über Twitter und Facebook folgen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Also macht's gut, bis dann.